Yo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 mit dem FC Chelsea London. Der zweite Spieltag in der Champions League Gruppenphase steht an. Und zwar müssen wir gegen PSV Eindhoven. Ja, Eindhoven wird auf jeden Fall kein leichter Gegner. Die haben am ersten Spieltag gegen Schalke mit 2:1 gewonnen. Wir haben ja gegen Basel mit 2:1 gewonnen. Deswegen sind wir momentan beide auch mit 3 Punkten unterwegs. Und wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir gegen Eindhoven mindestens einen Punkt holen. Und ich würde sagen, wir gehen auch gleich rein. Wir spielen in Eindhoven, das heißt in Holland. Bisschen Gras rauchen. So. Hier sind wir schon die anderen Spiele. Wir sind dann mit Basel und Schalke in der Gruppe. Dortmund spielt heute auch. Und Barcelona auch. Die anderen Gruppen schauen wir nach dem Spiel mal an. So, kurzen Blick auf die Aufstellung. Ja, aber einmal komplett umbauen müssen. Also wir sehen die komplett neue Abwehr im Gegensatz zum letzten Spiel. Und ihr habt wirklich viel umbauen müssen, weil der Kampf gegen Tottenham, der war wirklich sehr kräfteraum. Wir haben ja gerade ganz knapp mit 1:0 gewonnen. Es hat sich gelohnt und ich würde sagen, jetzt haben wir genug gelabert. Schicken wir die Teams mal aufwärmen und los geht's. Und damit geht es los. Der zweite Spieltag der Champions League Gruppenphase steht an. Der PSV Eindhoven empfängt zu Hause den FC Chelsea London. Es wird natürlich ein wichtiges Spiel für Chelsea, denn die müssen unbedingt die 3 Punkte holen, denn dann können sie sich schon ganz weit vorne absetzen und hätten schon fast das Weiterkommen sicher. Aber wenn hier eine Niederlage folgt, dann wird es natürlich wieder sehr kritisch. So, Arena auf Eindhoven natürlich restlos ausverkauft. Wie immer das gewohnt ist. Hier sind wir Bruma. Junger Spieler, junges Nachwuchstalent vom PSV Eindhoven. Sehr schnell vor allem. So, jetzt die beiden Kapitäne bei der Platz bei John Terry. Außer auf Seiten vom FC Chelsea. Natürlich wieder mit der Kapitänsbinde. Im letzten Spiel gegen Tottenham wurde er geschont. Und hier sehen wir kurz die Tabelle. Wir sehen schon Chelsea und PSV mit dem Sieg jeweils. Und Basel und Schalke jeweils mit der Niederlage. Und hier jetzt die Aufstellung von der Heimmannschaft. Ja, so ein paar bekannte Namen sind dabei, aber zum großen Star haben sie es nicht. Also bei ihnen zählt wirklich so der Teamzusammenhalt. Das Team gewinnt, aber im FC Chelsea, das ist natürlich auch das gleiche Thema, aber das sind natürlich viel mehr Stars. Natürlich, das ist eine andere Dimension, was hier der FC Chelsea aufführt. Mit Luis Suarez, Oscar, Eden Hazard, Hulk, Ramirez, Matic und. Viele Stars natürlich dabei, aber einige sind auch nur auf der Bank geblieben. Gut, damit geht's los. PSV oder anstoßen, damit ist der zweite Spieltag der Champions League Gruppenphase eröffnet. Am ersten Spiel hat er Chelsea gegen Basel mit 1:0 gewonnen. Mit 2:0 haben sie ja geführt und haben dann ja ziemlich zum Zittern angefangen, nachdem sie einen frühen Anschlusstreffer bekommen haben. Aber jetzt Ramirez, da läuft Suarez mit, den sieht er nicht, der sieht Hulk mit der ersten Chance, Hulk! Klasse Ding, so beginnt man ein Spiel. Hulk in der dritten Minute und damit fällt das 1:0 für den FC Chelsea London. Wahnsinn, so schnell kann das gehen. Schön gesehen hier, Ramirez läuft, dann startet Hulk. Hulk nimmt ihn einmal an und macht ihn dann wunderschön rein. Der Torwart, ja gut, hat er keine Chance, aber schön gespielt von Hulk. Und dann steht es 1:0 für den FC Chelsea bereits nach 3 Minuten. Also das läuft schon mal sehr, sehr gut. Damit hätte man dann Chelsea 3 Punkte, aber natürlich das Spiel, das dauert hier noch fast 90 Minuten. Jetzt kommt der erste Schuss von Eindhoven, aber den hat Cech sicher. Jetzt Maxwell. Natürlich heute auch die Verteidigung deutlich verändert. Maxwell und Kallas auf den Außenpositionen. Ivanovic und Cole sind daheim geblieben. Jetzt die nächste Chance. Oscar! Und diesmal eine Glanzparade. Diesmal packt er die Glanzparade aus, wie er den Schuss da von Oscar hält. Geht am Gegenspiel vorbei, bringt ihn aufs Tor, aber Wahnsinn, wie er da geflogen kommt. Und es gibt Eckball für Chelsea. Über Hulk. In der Mitte natürlich wieder David Luiz. Kommt nicht ganz hin, hinten ist nochmal Hazard. Hazard liegt vor für Matic. Matic bleibt am Ball. Matic mit dem Schuss direkt auf den Torwart. Und dann versucht sie da Luis Suarez durchzusetzen, aber schafft es leider nicht. Aber der Befreiungsschlag endet wieder bei Chelsea. Und die kommen über Terry. Weiter zu Hazard. Hazard ganz oben startet Hulk, wieder schön gesehen. Jetzt Hulk in die Mitte zu David Luiz, der ist auch gleich mit vorne geblieben, spielt aber keinen guten Ball auf Hulk. Und damit ist das Ding auch schon wieder raus und jetzt wäre die Konterchance. Oh, da macht Terry einen Riesenfehler. Jetzt die Chance. Aber da kommt Maxwell noch angegrätscht und der Ball geht trotzdem vorbei. Riesenchance für PSV Eindhoven. Matavs mit der Chance. Petr Cech, ich weiß nicht, ob er da noch rangekommen wäre. Wenn der aufs Tor kommt, dann schlägt er da wahrscheinlich ein. Guter Schuss, ja, der wäre nicht mehr rangekommen. Wenn er ein paar Zentimeter weiter näher am Tor gewesen wäre, dann wäre er drin gewesen. Glück hier für Chelsea, da haben sie sich ordentlich verschätzt, weil David Luiz mit vorne war.
und John Terry das Kopfballduell katastrophal verloren hat, aber jetzt kommt da schon mal Hulk. Hulk verfolgt von Williams mit der Flanke, da ist Luis Suarez wieder, aber ja, mit Flanken auf Suarez nicht unbedingt die beste Wahl, aber fast wäre hingekommen, aber der Torwart greift den Ball vor ihm ab. Weiter geht's mit Ballbesitz für Chelsea. Jetzt Maxwell. Vor zu Eden Hazard. Hazard versucht dagegen Brennett. Brennett nimmt ihn da den Ball ab. Aber Hazard kämpft hier den Ball zurück und fast der Riesenfehler, aber gerade noch geklärt. Jetzt Park. Park zurück zu Bruma. Weiter geht's zu Renick und der zu Vigant. Weiter zu Williams. Eindhoven versucht jetzt das Spiel hier aufzuziehen. Nähern sich auch langsam an. Da ist wieder Ramirez dazwischen. Wieder ist der Ball weg. Und wieder sind die Engländer am Ball. Jetzt kann es wieder ganz, ganz schnell gehen über Suarez. Suarez, da ist Oscar mit dabei. Der Ball kommt ein bisschen, ja, ein bisschen schlecht gespielt von Suarez in dieser Situation. Oscar kommt da nicht ran. Und da drückt Oscar gegen den Verteidiger. Und fast wäre da zum Ball gekommen. Das wäre natürlich eine sehr interessante Situation dann geworden. Aber Chelsea versucht jetzt hier dem Spiel hier einen Stempel aufzurücken. Über Hulk. Hulk rennt durch. Hulk wieder mit der Flanke. Diesmal ist Oscar im Strafraum. Hinten wartet nochmal Ramirez. Ramirez legt vor für Matic. Der wird aber vom Kopf eines Verteidigers geklärt. Aber Kallas hält den Ball im Spiel. Über Hulk. Weiter über Matic. Matic, jetzt ist eng geworden. Aber der Ball wieder bei Ramirez. Also Eindhoven tut sich auch wirklich sehr schwer aus der eigenen Hälfte raus. Hazard, außen geht Maxwell mit. Schön gesehen. In der Mitte wieder zwei Spieler. Ganz draußen, ganz drüben, da ist einer frei. Da ist Oscar, der fliegt am Ball vorbei. Oscar am Ball vorbei, dann kriegt er nochmal die Chance. Mein Gott, nochmal die Chance und jetzt ist er nicht drin. Chelsea kämpft hier um das 2:0. Und wieder Oscar am Ball. Oscar wieder am Ball. Diesmal zu Hulk. Hulk, dieser mittig, Hulk mit dem Schuss aufs Tor. Aber die haben so jetzt sicher und damit bleibt sie beim 1:0. Nach einer halben Stunde für den FC Chelsea, aber Chelsea hat ja große Chancen gehabt. Mein Gott, wenn der Oscar in der Mitte nicht vorbeifliegt, dann ist das wahrscheinlich ein Tor, aber leider ist er da vorbeigeflogen. Jetzt gibt es auf einmal schnell bei Eindhoven, aber Ramirez wieder dazwischen. Also Ramirez räumt momentan hinten sehr gut auf. Peter Cech mit dem Abschlag, landet über ein paar Umwege bei Oscar. Oscar, klasse wieder gemacht. Er gefällt mir auch wieder sehr gut. Jetzt Oscar mit dem Ball zu Eden Hazard. Hazard geht in die Mitte. Eden Hazard mit dem Schuss. Nicht schlecht, aber zu einfach für den Torwart. Jetzt Hulk. Hulk sieht wieder in die Mitte. Oscar, aber der ist so klein. Das ist halt das Problem. Oscar reißt sich natürlich rein in diesen Zweikampf in der Luft, aber der ist natürlich ein bisschen zu klein. Aber Chelsea wieder bei Matic zu Oscar. Oscar zu Hazard, Ball wird abgefangen. Und jetzt wird er hier ordentlich bedrängt. Und dann muss er ihn ins Ausspielen, weil da zwei Spieler kamen, Matic und Eden Hazard. Und deswegen musste er ihn ins Ausspielen. Jetzt gibt es Einwurf für Chelsea. Für Maxwell. Maxwell wieder mit der Flanke. Ja, das ist schwer nach Flanken. Flanken ist nicht die beste Lösung, also sie versuchen es immer und immer wieder. Jetzt Suarez hilft hinten mit aus und Chelsea kommt wieder am Ballbesitz. Oh, und da verlieren sie ihn wieder. Da verliert ihn Oscar. Jetzt kommt Park. 40 Minuten sind gespielt. Der Scherz ist fast vorbei. Steht nur 1:0 wieder mal für Chelsea. Sie hätten ruhig 1-2 Tore mehr schießen können. Die Chancen waren da. Aber Eindhoven kommt und klasse gemacht von Hulk. Hilft hinten mit aus. Mit einem schönen Befreiungsball. Das sind die Bälle, die was so geil sind. Auf Oscar. Jetzt Oscar, wo ist einer frei? Ganz unten ist Hazard frei. Der Ball war aber jetzt nicht so gut gespielt. Deswegen kriegt vielleicht Eindhoven noch eine Chance auf den Ausgleich in der ersten Halbzeit. Aber David Luiz räumt da hinten sicher ab. Jetzt über die Mitte wieder, aber Oscar kommt nicht rein. Schade. Bisschen zu weit nach vorne gespielt. Der Verteidiger stand sicher. Es war nur die Chance, aber da ist Terry dazwischen. Da gibt's Freistoß. Das ist jetzt eine gute Position für Eindhoven. Das ist eine sehr gute Position nach Foul von Terry. Und jetzt könnte es sogar nochmal richtig gefährlich werden. So, jetzt wurde Spiel ist mit da. Ball kommt aufs Tor, aber direkt auf Cech. Kein Problem hier für den Schlussmann. Peter Cech im Kasten der Blues. So, die erste Halbzeit ist vorbei. Steht 1:0 für Chelsea. Es waren mehr drin.
in Richtung Tore. Hulk bereits in der dritten Minute, aber Eindhoven hat gut dagegen gehalten, defensiv. Natürlich auch viele, viele Chancen vergeben bei Chelsea. Schauen wir mal drauf, hier das erste Tor. Der Ball von Ramirez, dann zu Hulk. Und der macht ihn mal ganz locker rein. Dann diese Chance, mein Gott. Oscar mit dem Kopfball. Denn hier nochmal ein Schuss, aber zu leicht für den Torwart zu parieren von Hulk. Und dann von der anderen Seite nochmal ein Schuss von Eden Hazard. Und dann hier dieser Freistoß. Ja, das ist so der größte Höhepunkt gewesen. Nach der Chance für... ich weiß nicht, wie der hieß. Gut, schauen wir auf die Zwischenergebnisse. Schalke gegen Barcelona und dann 1:1. Barcelona führt. Arsenal London gegen Marseille 1:1. Milan führt. Dortmund führt. Lyon führt. Und der FC Porto führt. Gut, soweit so gut. Und Fitness schaut noch ganz gut aus. Dann würde ich sagen, wir machen auch gleich weiter. Die zweite Halbzeit geht los. Der FC Chelsea Anschluss gegen den PSV Eindhoven. Steht es momentan 1:0 für die Gäste aus England. Und wir werden gespannt sein, ob vielleicht Eindhoven in der zweiten Halbzeit jetzt ein bisschen offensiver wird. Weil sie sind ja schließlich nur ein Tor zurück. Und ein Tor ist wenig im Fußball. Da kann sofort der Ausgleich fallen. Jetzt hat er auch schon Suarez den Ball. Suarez wird ein bisschen gedrückt, bringt den Ball zu Oscar und da wird es viel zu eng. Da stehen 4-5 Leute auf einem Haufen. Dann ist der Ball auch wieder prompt weg. Aber ja, Eindhoven, die sind jetzt nicht unbedingt die besten Stürmer. Jetzt Oscar. Oscar versucht es da durchzugehen. Oscar ist nicht schlecht. Oscar wird dann verfolgt und wird den Ball abgenommen. Jetzt Ramirez im Kopf, jetzt setzt er sich durch. Dann geht der Ball irgendwie durch und fast Suarez am Ball. Und hier Hazard mit dem guten Einsatz zu Suarez. Der lässt sich zu viel Zeit. Da guckt er sich die Ecke zu lange aus. Dann schmeißt sich der Verteidiger dazwischen. Schade, schade. Da war ein guter Schuss drin. Eine gute Chance für Chelsea, aber leider wieder mal nichts. Zu lange gezögert. Aber Hulk setzt nach. Hulk zu Oscar. Oscar raus zu Matic. Matic schickt Hulk. Verstehe nicht, warum der Suarez nicht dran gegangen ist. Jetzt Hulk. Hulk wie in die Mitte. Hulk. Und dann müsste er Eckball geben. Jetzt gibt es erstmal einen Wechsel auf seinen von Eindhoven. Und zwar Maher kommt. Und es gibt Eckball für den FC Chelsea. Und zwar von Hulk. Hulk mit dem Eckball. Da ist David Luiz. Und er streift auf dem Netz. Der streift auf dem Netz. Richtig bitte hier für David Luiz. Auf dem Netz, aber leider nicht ins Tor. Riesenchance hier wieder für den FC Chelsea. Wir sehen Strom. 9 Schüsse für Chelsea, nur 3 für Eindhoven. Aber es steht immer noch 1:0 für Chelsea. Nur 1:0. Das kann noch böse sein, dieses 1:0. Also wenn Eindhoven wirklich in der letzten Sekunde hier ein Tor macht, dann steht es 1:1 und dann sind eben die 3 Punkte weg. Mit einem Punkt gibt es hier Chelsea auf jeden Fall nicht zufrieden. Jetzt Suarez. Suarez die nächste Chance, aber da braucht der tut sich schwer. Also bis jetzt tut er sich ziemlich schwer im Spiel, der Chelsea-Spieler. Hat natürlich hier und da mal seine Glanzmomente, aber mit den Abschlüssen klappt es noch nicht so richtig. Jetzt Ramirez mit dem Fallrückzieher aus dem eigenen 16er raus. Richtig gefällt. Und jetzt die Konterchance. Jetzt geht es natürlich wieder rum bei Chelsea. Über Oscar. Oscar mit der Chance. Oscar vorbei an Bruma. Bruma ist zwar schnell. Oh, Bruma. Klasse gemacht, wie er da aufholt. Aber Oscar immer noch mal. Oscar und er rutscht weg. Wo ist denn jetzt der Ball? Und der Ball ist weg. Schade. Da wäre eine gute Chance drin gewesen, aber Bruma hat dann Oscar zu stark behindert, um den Ball noch ordentlich abschließen zu können. Deswegen wieder Eindhovener Ball, aber wieder stark dazwischen Ramirez. Der räumt da wirklich auf. Oh, und dann Suarez bekommt da von hinten ein Bein ab, aber war fair, sagt der Schiedsrichter. Eindhoven versucht über Depay zu Park. Carlos dazwischen und jetzt zurück zu David Luiz. Jetzt Matic. Matic vor zu Ramirez. Und weiter geht's über Hulk. Hulk zu Suarez. Suarez immer noch am Ball. Verfolgt jetzt von Bruma. Jetzt Suarez. Suarez. Auf der anderen Seite wäre Hulk durchgegangen. Schade, ich habe ihn nicht gesehen. Aber jetzt erstmal zurück zu Matic. Matic sieht Hazard. Hazard mit der Chance. Und da ist es endlich. Das hochverdiente 2:0 für den FC Chelsea London. Edin Hazard, 69. Minute. Macht das Ding rein. Endlich trifft er auch mal wieder. Hat schon lange nicht mehr getroffen. Schön gesehen hier von Matic, dass außen Hazard steht. Hazard sucht sich die Ecke raus in die lange obere Ecke und dann ist das Ding drin. 2:0 für den FC Chelsea. Klasse gemacht. Und damit soll das hier eigentlich auch gelaufen sein. Ich glaube kaum, dass hier PSV Eindhoven noch zurückkommen, die letzten 20 Minuten.
Weil dazu ist der FC Chelsea halt einfach defensiv zu stark. Und sie kommen nochmal über Luis Suarez. Vorne startet schon wieder Hazard. Jetzt geht der Ball aber nicht durch. Aber Matic setzt nach. Jetzt Matic. Matic mit der Chance auf der anderen Seite. Ganz, ganz frei. Da kommt Maxwell. Da kommt der Hazard. Da kommt der Doppelpack. 72. Minute. Edin Hazard. Doppelpack für den FC Chelsea London. Die wollten eigentlich den ganz drüberigen Maxwell anspielen. Der Ball kommt zwar, aber dann stiehlt sich Hazard da dazwischen. Und das macht er natürlich in ganz großen Stile und macht das Ding rein. Edin Hazard, Doppeltorschütze beim 3:0 momentan für den FC Chelsea. Jetzt sollte alles klar sein. Eindhoven wird hier 0 Punkte mitnehmen aus diesem Spiel. Und der FC Chelsea wird sie dann mit 6 Punkten nach 2 Spielen in eine sehr gute Lage versetzen fürs Weiterkommen ins Achtelfinale. Und vielleicht geht es ja noch dieses Jahr weiter bis ins Finale nach Lissabon. Wer weiß, was da los ist. In Wirklichkeit stehen sie ja momentan im Halbfinale. Gut, wenn das Video draußen ist, dann steht wahrscheinlich schon fest, ob sie im Finale sind oder nicht. Jetzt gibt es ja schon mal noch eine Chance für Suarez. Suarez in der Mitte läuft Hulk mit. Hulk bekommt den Ball nicht schlecht. Dann geht es weiter zu Hazard. Hazard auf dem Weg zum Hattrick. Und dann ist der Tor dazwischen. So einfach läuft das. Warum geht denn das nicht die ganze Zeit so? Na gut, Eindhoven wird sie jetzt schon aufgeben haben. Und deswegen geht es wahrscheinlich so einfach des Offensivspiels für Chelsea. David Luiz drückt ein bisschen zu hart und bekommt jetzt auf jeden Fall eine Mahnung und sogar eine Förderwarnung. David Luiz sieht hier gelb. Vielleicht ein bisschen unnötig bei dem Spielstand. Zieht und zerrt. Ja, ja, doch. Kann man geben. Oh, ich muss auch noch auswechseln. Fällt mir gerade ein. Das machen wir auch gleich. Ich vergiss das momentan immer voll. Das ausgewechselt. So, dann bringen wir jetzt mal ein paar Junge. Weil ich habe ein paar Junge, glaube ich, auch dabei. Ferruz habe ich dabei. Für ihn kommt... Der kommt für Suarez. Schade, Ake habe ich jetzt nicht mitgenommen. Aber dann kriegt auf jeden Fall Oscar noch eine Pause. Gündogan und Frank Lampard. Nee. Da bringe ich nur William für Hulk. So, und jetzt gibt es auch schon einen Freistoß für PSV Eindhoven. Und die drei Wechsel auf sein vom FC Chelsea London. Hulk, Oscar und Suarez rein. Ferruz, Gündogan, William rein. Und die anderen drei raus. Gut, und jetzt geht's weiter mit dem Freistoß für Eindhoven. Der kommt nicht schlecht. Hast du mal geklärt aufs Asche. Der Nachschuss geht weit über den Kasten drüber. Und damit bleibt sie weiter beim 3:0. Bruma mit dem Schuss. Hilft alles nichts. Es bleibt hier weiter beim 3:0. Jetzt Ferruz. Bekommt dann leider nicht den Ball von William. Jetzt Williams auf seinen von PSV Eindhoven. Über zurück zu Bruma. Aber der Ball wieder zu Ferruz. Und der ist schnell. Und da muss jetzt Eindhoven ein bisschen aufpassen. Aber klasse gemacht hier von der Verteidigung. Natürlich, er ist klein und windig, aber er ist nicht so robust für das Zweikampfverhalten. Um sie da durchzusetzen. William mit dem nächsten Ballbesitz. Jetzt zu Ferruz. Ferruz mit dem Traumpass zu William. Die nächste Chance für Chelsea. Die nächste Chance zum 4:0. Jetzt William. William will vorbei. Das war zu einfach gedacht. Brennett lässt sich nicht so einfach vernaschen. Schade, da hätte vielleicht mehr drin gewesen, aber ein 3:0 reicht auch. Das sind sichere 3 Punkte. Jetzt Matic vor zu Gündogan. Gündogan sieht Ferruz starten. Ferruz, der guckt ein bisschen zu viel, wo der Ball bleibt. Kommt dann den Ball nicht mehr hinterher und der Verteidiger ist vor ihm am Ball dran. Und jetzt Williams. Vor zu Depay. Kommt David Luiz. Oh, der hat schon gelb. Der hat schon gelb. David Luiz. Das muss doch nicht sein. Ist das wirklich eine gelbe Karte, die zwei? Das ist doch keine gelbe Karte. David Luiz fliegt hier vom Platz. Das ist doch niemals gelb, Schiedsrichter. Williams geht, Narsing kommt. Aber das war doch keine gelbe Karte. Mann, oh Mann. Beim 3:0 muss man nicht mehr so reingehen. Schade, schade. Jetzt gab es nochmal den Freistoß. Aber da war auch keine Gefahr mehr für Chelsea. Das ist jetzt natürlich noch ein kleiner bitterer Nebeneffekt, weil jetzt müssen wir den natürlich ersetzen im dritten Spieltag gegen Schalke. Gut, die haben natürlich nur Dante, also so groß ist das Problem jetzt auch nicht. Aus dem habe ich, glaube, ja, Dante habe ich nur. Gut, das Spiel ist aus. Der FC Chelsea nimmt sichere 3 Punkte mit beim 3:0 zwischen dem FC Chelsea und gegen PSV Eindhoven. Hulk, zweimal Hazard die Torschütze und David Luiz in der letzten Minute nochmal mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Das war eine unnötige gelb-rote Karte. Jetzt immer noch mal die Tore von Hulk.
Und dann gleich der Doppelschlag von Hazard. Hier haben wir schon das erste Tor. Schön vorbereitet natürlich. Dann kann er sich die Ecke raussuchen. Macht das Ding eiskalt rein. Und das zweite Tor von Hazard direkt hinterher. Wieder in der Mitte und wieder schön verwandelt. Und da wäre fast sein drittes Tor gewesen von Hazard, aber diesmal hat so etwas dagegen gehabt. Dann noch ein Schüsschen von PSV Eindhoven, aber von denen kam einfach heute viel zu wenig. Weiß gar nicht, wie die gegen Schalke gewinnen konnten. So, hier sind wir schon. Bester Spieler, Eden Hazard mit dem gelben Ball. David Luiz mit der gelb-roten Karte nicht so gut. Gut, wir schauen mal ganz kurz die Tabellen. Wie ich sehe schon, Schalke hat gewonnen, das ist schon mal gut. Weil ich würde eigentlich schon gern, dass Schalke weiterkommt. So, Spieler ist gesperrt. Ja, für das nächste Champions League-Spiel ist er leider gesperrt, David Luiz. Gut, wir schauen jetzt mal auf die Tabelle der Champions League. So, Gruppe A. Oh, da sieht es so sehr ausgeglichen aus. ManU, momentan mit 4 Punkten vorne, dann Shakhtar Donetsk mit 3, Leverkusen mit 2 und Real San Sebastian Sociedad mit 1 Punkt. Juve mit 2 Siegen, Real mit einer Niederlage und Kopenhagen mit einem Unentschieden, Galatasaray mit 0 Punkten. Dann Benfica und Paris, beide mit 4 Punkten und Olympiakos und Anderlecht mit 1 Punkt jeweils. Die Bayern souverän zusammen mit Manchester City auf Platz 1, jeweils 6 Punkte. Chelsea hier in der Gruppe auch 6 Punkte, dahinter PSV Eindhoven, der FC Schalke mit jeweils 3 Punkten. Eindhoven ist noch vor Schalke, weil die haben ja gewonnen. Dortmund hat schon den ersten Punktverlust hinnehmen müssen. Marseille momentan ganz vorne, Arsenal und Neapel dahinter. Das wundert mich, dass hier Marseille so stark ist in dem Spiel. So, dann hier alles ausgeglichen. Alle haben 3 Punkte, Atletico, Porto, Zenit und Olympique Lyon. Barca und Milan machen wahrscheinlich hier alles klar, jeweils 6 Punkte. Gut, das wäre es aber für den Part jetzt auch schon wieder. Im nächsten Part dann der Liga-Alltag geht wieder zurück und zwar gegen Norwich City. Dann würde ich sagen, ich mache Schluss für den Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.